Hallo und herzlich willkommen zurück zu Forza Horizon 4 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. In dieser Ausgabe möchte ich mich der wöchentlichen Herausforderung, genauer gesagt dem wöchentlichen Forzathon, widmen hier im Herbst. Und um diese zu bestehen, müssen wir 4 verschiedene Aufgaben erledigen, um eben 100 bzw. 200 Punkte, wenn man das Haus am See besitzt, zu gewinnen. Und der erste Schritt ist eigentlich, glaube ich, noch der einfachste Schritt. Er geht ein bisschen ins Geld, aber er ist der einfachste Schritt. Und zwar, wir müssen ein 92er Honda NSX-R besitzen. Und genau das ist die Aufgabe, die wir jetzt erledigen. Wir werden uns diesen japanischen Sportwagen gönnen. Wir gehen in die Automesse und springen direkt mal zu Honda. Ganz schnell durch, die ganzen tollen Marken überspringen und wir sind bei Honda gelandet und da gibt es ihnen den 92er NSX-R und den gönnen wir uns für 90.000 Credits. Hier haben wir dieses schöne Kfz und farbentechnisch nehme ich den auf jeden Fall in einem schönen Weiß. Ich finde, das sieht einfach ja, schön, stilecht einfach aus, das passt zu dem Fahrzeug. Und deswegen haben wir dieses Fahrzeug schon mal und damit dann auch die erste Aufgabe erledigt. Und dann gucken wir doch einfach jetzt gleich hier nochmal, was denn die zweite Aufgabe ist. Okay, jetzt steht hier nicht im Besitz. Ich glaube, wir müssen ein paar Meter fahren, bevor diese Aufgabe erledigt ist. Also, fahren wir mal ein paar Meter. Und jetzt hat er es aktualisiert, sehr schön. Und ihr seht, absolviert. Nächster Schritt ist, der NSX-R wurde geschaffen, um sich mit dem Ferrari 348 zu messen. Beweise, dass er diesem Anspruch gerecht werden kann und erreiche 175 mph in deinem 92er Honda NSX-R. Gut, jetzt sollten wir natürlich vielleicht wissen, was 175 mph in km/h sind. Ich denke mal, grob überschlagen, das sind so knapp 300 km/h, kommt das hin? Wir rechnen es mal kurz um, ich muss es nur schnell einen Umrechner finden. mph in km/h und dann rechnen wir das so kurz mal aus. 175 sind, ja nicht mal, 282 km/h. Das müsste das Ding sogar in der Serie schaffen, oder? Gucken wir gerade mal. Natürlich, wenn ich es jetzt tunen würde, ist es tausendmal einfacher. Nee, schafft er nicht. Oh, ganz knapp nicht. Ja, dann tunen wir ein bisschen. Ja, helfen wir da ein bisschen nach. So, oh, guck mal, dieser kleine verschlafene Blick. Sehr cool. Ich würde gar nicht so viel eigentlich am Fahrzeug tunen, sondern eher ein bisschen dezent das Ganze tunen. Deswegen gucken wir gerade mal. Normalerweise dürfte es sogar ein Bodykit geben. Genau, das gab es nämlich auch im Vorgängerteil. Dieses Rocket Bunny, das ist extrem hau in die Fresse Kit, muss man ja wirklich so sagen. Können wir schon drauf machen. Aber jetzt gucken wir erstmal, was wir denn machen können. Ja, ansonsten noch. Also am Motor können wir einen 3,2 Liter rein 6-Zylinder einbauen, einen 6,2 Liter V8 und einen 1,6 Liter rein 4-Zylinder Turbo Rally. Wir könnten aber auch ein Allrad einbauen und wir könnten dem ganzen Fahrzeug ein ja, Twin-Turbo oder zwei Arten der Kompression, also zwei Kompressoren noch mit dazugeben. Natürlich ist ein Twin-Turbo komprimiert auch, total falscher Ausdruck, also zwei Arten von Kompressor, einen Verdrängungslader oder einen Zentrifugallader oder eben ein Twin-Turbo könnte man dem ganzen Fahrzeug geben. Ansonsten, der NSX müsste doch eigentlich einen VTEC haben, oder? Hat er nicht einen VTEC? Das ist doch so typisch Honda. Das weiß ich jetzt sogar selber gar nicht. Stand jetzt gar nicht dabei. Wobei, es stand hier, stand selbstsaugend. Ja? Aber, ja gut. Egal. Dann Bodykit. Können wir eben das Rocket Bunny drauf knallen. Ja, können wir eigentlich machen, oder? Oder sollen wir es eher so ein bisschen stilecht lassen? Na komm, wir lassen es heute stilecht. Ich sag das ganz einfach, wie es ist. Ich habe nichts dagegen, den NSX bald wieder in der Folge zu haben. Das heißt, wenn ihr den mit Rocket Bunny sehen wollt, mit Breitbau-Kit und allem drum und dran, also richtig böse Rennsemmel machen, dann wünsche euch das einfach über das TWIF-Formular, welches in der Videobeschreibung ist. TWIF ist nämlich unser Auto-Wunschformat, falls du das noch nicht weißt, falls du vielleicht auch neu auf dem Kanal bist. Und dann kannst du dir das eben darüber wünschen. Dann können wir doch zu diesem Schätzelein zurückkehren. Ich möchte ganz gern ein bisschen stilecht beim richtigen Fahrzeug bleiben. Jetzt auch gar nichts groß verändern. Ich glaube, die nächsten Challenges werden auch möglich sein, mit dem Fahrzeug zu absolvieren, wenn man einfach bei der Serienoptik bleibt und auch sonst so ein paar Sachen verändert. Was wir machen werden, ist auf jeden Fall, wir werden Sportreifen draufziehen. Das sollte auf jeden Fall gegeben sein. Oder sollen wir sogar...
Nehmen wir mal Sportreifen, machen die einfach auch schön breit. 255 vorne und 315 hinten. Das sollte auf jeden Fall ordentlich was bringen. Felgentechnisch würde ich jetzt einfach mal sagen, machen wir... Ich glaube, ich nehme sogar die 5 Zicken. Team 5 Zicken. Ich will immer Ziegen sagen, aber heißt ja eigentlich Zicken. 5 Zicken. 5 Zicken. Zum 50. Geburtstag. Oder BBS, ne? Nee, ich höre auf. Nee, komm, ich nehme die mal. Ich finde, das gibt dem Ganzen eine ganz gute Note. Von der Größe her würden wir... Guck mal, der hat 15 Zoller, ne, Serie. Aber das war damals üblich. Hier machen wir mal 17 Zoll. Ich glaube, das steht dem ganz gut. Hinten können wir sogar 18er drauf machen. 18 Zoll Felgen. Das passt schon. Dann... Ja, bauen wir mal hier aber die volle Geschichte ein. Zumindest mal, was die Geschichten angeht. Und wir können uns ja mal das Ziel A800 setzen. Hupsala. Wobei das wahrscheinlich sehr schwierig ist zu erreichen. Aber wir können es ja mal gerne probieren. So, und Gewichtsreduzieren können wir auch ein bisschen noch was machen. Ja, ich glaube, das ist ein bisschen schon zu hart, oder? Wobei, nee, ich glaube, wir machen nur mal eine dezente und dann machen wir ein bisschen noch was an der Leistung beim Fahrzeug. Das heißt, Luftfilter, Abgasanlage, wir könnten vielleicht noch die Nockenwelle hochsetzen. Wobei, ah, da geht es schon ein bisschen drüber. Aber die erste Stufe der Nockenwelle könnten wir eigentlich mitnehmen. Und dann vielleicht über die Kolben noch ein bisschen. Ah, das reicht auch knapp nicht. Wobei, warte mal, ich habe eine Idee. Wir machen mal die Kolben und verzichten vielleicht auf die Kupplung. Genau, dann kommen wir sogar hin. Können aber dann vielleicht hier rüber nochmal ein bisschen Gewicht reduzieren. So ist es. Und dann haben wir doch einen schönen A800-Aufbau. 300 km/h Topspeed ist angegeben. Das klingt doch schon mal gut. Dann haben wir heute einfach ein dezentes Tuning. Ein fahrbares, dezentes Tuning. Es muss nicht immer maximal sein. Aber wie gesagt, ihr könnt euch das alles gerne noch wünschen. Gebe euch gerne ja ein bisschen Anreiz, um das Wunschformular zu nutzen. Einige haben mir schon geschrieben, ah, du hast schon alle Wünsche erfüllt, die ich jemals hatte in diesem Let's Play. Und ja, das ist ja vielleicht eine Idee, sich sowas zu wünschen. So. Ja gut, ich würde sagen, fahren wir einfach mal runter zur Autobahn. Ich mache mal eine Route dahin, um sich ganz sicher nicht zu verfahren. Und ja, wir haben jetzt natürlich keine extreme, übertriebene Leistungssteigerung, aber wir haben eine Leistungssteigerung und wir sind halt sehr seriennah, aber das finde ich nicht schlimm. Wir machen diesen Forzaton. Wow, was hat er gemacht? Richtig Wheelie gezogen. Wir machen den Forzaton einfach extrem authentisch. Uiuiui. Wobei wir ein bisschen noch ein Feintuning auf jeden Fall Hand anlegen werden. Der ist mir ein bisschen zu schwammig, muss ich sagen. Ein bisschen direkter darf er noch sein in der Lenkung. In allem. Naja, so richtig einmal rum will er nicht. Komm, ein bisschen driften. So, und bevor wir anfangen, möchte ich noch schnell ein bisschen was hier wieder ausgeben, ne? Wenn schon, denn schon. Sonst vergesse ich das wieder. So, die erste Reihe immerhin mal. Und jetzt gucken wir doch mal, ob wir diese 285 oder was es waren, nicht draufkriegen. Ich bin jetzt einfach mal zuversichtlich. ...260 haben wir schon mal. Jetzt geht es leider ein bisschen bergauf. Aber wir haben noch ein paar Meter. Ich meine, das ist ja schon eine krasse Geschwindigkeit. 280. Seid ihr schon mal 280 auf der Autobahn gefahren? Da haben wir es geschafft, sogar noch vor den 285. Sehr gut. Dann können wir gleich mal gucken, was als nächstes auf uns wartet. Forzaton Herbst. Und jetzt müssen wir mit erst der Mensch, dann die Maschine. Mit einem von Ayrton Senna geprüften Design sollte es für dich in deinem 92er Honda NSX-R kein Problem sein, 3-Straßen-Sprint-Veranstaltungen zu gewinnen. Das werden wir auf jeden Fall tun. Bevor wir das allerdings tun, würde ich sagen, können wir
erstmal die Route vielleicht dahin festlegen, aber wir wollen natürlich auch noch einen kleinen Soundcheck machen. Und jetzt muss ich gerade mal gucken, wo haben wir denn eine Veranstaltung? Oben ist einer, ne? Wenn wir dann von der Autobahn direkt wegfahren. Genau, das passt. Das machen wir. Ah ne, Straße nicht Szene, sondern Sprint. Halt, jetzt hätte ich fast einen Fehler getan. Kein Sprint, sondern Sprint. Und da haben wir hier direkt eins, dann machen wir das hier. So, wir fahren jetzt aber mal schnell noch davor und dann hören wir mal rein in den leicht modifizierten Motor, den wir jetzt hier haben. Wir machen einen Soundcheck. Ich finde, das ist einfach ein mega schönes Auto. Anfang der 90er Jahre, das zieht sich auch so ein bisschen durch hier durchs Design, die damalige Zeit, aber eben, da sind auch wirklich sehr, sehr schöne Fahrzeuge entstanden in diesen 90er Jahren. Gut, hören wir mal rein. Jetzt muss er natürlich wieder der Ford Saturn live hier in die Parade fahren, aber ich habe einfach mal kurz den Countdown dann abgewartet im Tunnel. Ja, ich hoffe, es hat euch nicht aus dem Genuss gebracht, hier dem NSX zu lauschen. So, bevor wir starten, gehen wir ganz kurz mal ins Tuning. Ich versuche mal, das ganze Fahrzeug ein bisschen härter abzustimmen. Vom Getriebe her, ich weiß nicht, dem könnte eigentlich auch ein bisschen kürzeres Getriebe noch ganz gut stehen, oder? So, machen wir auf jeden Fall das Einlenkverhalten. Das ist alles irgendwie so ein bisschen Standardgeschichte. Wir brauchen auf jeden Fall nicht so viel Sturz, das ist sicher. Dann Stabi, würde ich vorne gerne ein bisschen weicher machen, also insgesamt das Ganze weicher machen. Und vorne, wobei, machen wir das mal so, gleichen wir das ein bisschen an. Das passt alles eigentlich. Machen wir das mal so, wobei eher ausgleichen. Das passt eigentlich auch. Ja gut, machen wir ein bisschen härteres Fahrwerk. Wollte ja ein bisschen alles ein bisschen härter machen. Jetzt bin ich gerade hier. Dämpfer machen wir aber ein bisschen weicher. Der Rest, upsala, passt eigentlich. Bremse machen wir mal minimalst und Diff machen wir mal hier auf 70 beim Verzögern und dann ja, testen wir es einfach direkt im Rennen aus und dann werde ich ja gleich merken, was gut ist und was nicht gut ist. Wir müssen aber, so viel ich weiß, jetzt gewinnen. Ja? Wir müssen gewinnen. Wir lassen dennoch den Schwierigkeitsgrad mal auf unschlagbar und hoffen wir mal, dass wir jetzt mit diesem leicht modifizierten Honda NSX-R eine Chance haben. Und ja, nebendran sehen wir das Nachfolgermodell. Das ist den 2002er NSX. Den haben wir auch im Spiel. Den muss man aber, glaube ich, entweder durch ein Level-Up oder durch einen Wheelspin oder so freischalten. Den kann man nämlich so ja nicht erwerben. Das habt ihr ja am Anfang gesehen. So, jetzt gucken wir mal, wie wir hier uns schlagen. Mit dem, wie gesagt, leicht modifizierten NSX. So, wir nehmen mal hier kurz die innere Linie. Okay, jetzt ist er. Vorne fehlt ihm ein bisschen die. Ne, ich muss sogar noch mal ein bisschen fahren. Also, ich bin nicht ganz zufrieden jetzt gerade, wie er sich verhält.
in den Kurven. Okay, ja, ich weiß schon, was ich ändern muss. Jetzt muss man aber trotzdem erstmal gucken, dass wir das Rennen gewinnen. Sonst bringen wir da nichts zustande in diesem Forzaton. Problem ist, jetzt sind wir hinten zu hart abgestimmt. Das Fahrzeug versucht sich jetzt quasi einzudrehen. Über die Vorderachse möchte sich das Fahrzeug eindrehen, dadurch wird das Heck ganz leicht. Gefühlt meint man, wow, was für ein Einlenkverhalten. Aber gerade in der Kurvenfahrt eher nicht so geil. Das müssen wir auf jeden Fall ändern. Ich muss jetzt sehr, sehr vorsichtig manche Stellen auf der Strecke anfahren. Sonst, ja, bekommen wir Probleme. Ansonsten passt es von der Leistung, würde ich sagen. Hier gegen die Konkurrenz. Ja, auf der Bremse kein Problem am GTR vorbei. Ja, ja, dann müssen wir Stabi hinten weicher machen. Feder hinten auch weicher machen. Es gibt zwar Probleme auf Dauer, wenn man das Fahrzeug am Limit bewegen möchte. Ich muss jetzt nämlich hier sehr, sehr vorsichtig das Fahrzeug zirkulieren. Das Fahrzeug nicht komplett wegzuwerfen. Und das ist auch ein Tipp, was ich ja, zum Tunen mitgeben kann. Baut nicht immer gleich so mega das übertriebene Fahrzeug auf, sondern so wie ich das jetzt heute gemacht habe, baut einfach mal so ein nur dezent einen Unterschied zur Serie auf und einfach nur ein bisschen hier, ein bisschen da Teile einbauen, gar nicht so übertrieben, dann findest du nämlich schon Eigenheiten des Fahrzeugs sehr, sehr gut raus, weil das Problem, was du jetzt beim NSX-R hast, was ich auch schon von vielen gehört habe, dass sie Probleme mit dem Fahrzeug haben, deswegen war ich umso mehr auf diese Folge gespannt, wenn du jetzt zu viel Leistung hier reinklatschst oder zu viel am Fahrzeug veränderst, dann wirst du im Feintuning erstmal komplett gar nicht durchchecken, wenn du sowieso nicht so die Ahnung hast. Deswegen steigere dich einfach langsam in solchen Geschichten. Mach erstmal so ein leicht modifiziertes Fahrzeug. Versuche erstmal da ein bisschen am Tuning zu spüren, was sich verändert. Auch jetzt eben, das Fahrzeug ist ja jetzt nicht übertrieben schnell. Klar, es fährt trotzdem seine 300 Sachen, aber ihr wisst, was ich meine. Und dann kannst du am besten irgendwie ein bisschen rausfiltern, was du eben verändern musst, um eben ein gutes Fahrverhalten hinzubekommen. Und was hier definitiv das Problem ist, ist halt einfach, dass wir ein bisschen mehr Stabilität hinten brauchen. Und wir brauchen auf jeden Fall weichere Stabis hinten. Und wir brauchen auch auf jeden Fall ein weicheres Fahrzeug im hinteren Bereich. Dämpfer reduzieren wir auch mal dezent. Upsala, aber nicht so viel. Weil Dämpfer sind in erster Linie auch dazu da, um die Federn, beziehungsweise diesen Federeffekt zu dämpfen. Gut, ein Rennen haben wir jetzt aber eigentlich gewonnen. Da gucken wir doch gerade mal, ob es das auch aktualisiert hat. Jawohl, 1 von 3. Das funktioniert wunderbar. Dann gucken wir doch mal, es geht ja um Sprintrennen. Das heißt, wir dürfen keine Rundkursrennen jetzt auswählen. Und deswegen gehen wir einfach zum nächsten Sprintrennen, was mir so ins Auge sticht. Und dann gucken wir doch mal, ob wir hier genauso bestehen können. Ja, zu den Felgen ist natürlich Geschmackssache. Ich habe es vorher nicht erwähnt, ich erwähne es aber immer wieder gerne. Ich muss aber sagen, ich finde, zu so einem 92er NSX passen die ganz gut. Das unterstreicht so ein bisschen die Sportlichkeit des Fahrzeugs. Jetzt gucken wir mal, ob die paar Veränderungen genau den Effekt erzielt haben, den ich haben wollte. Ja, wir haben immer noch so ein leicht eindrehendes Fahrzeug. Das hat man schon beim ersten Einlenken schon gemerkt. Jetzt gucken wir mal im Verlauf des Rennens. Aber ich glaube, es ist schon auf jeden Fall besser. Aber jetzt fahren wir erstmal weiter. Jetzt hat man natürlich auch ein bisschen Feinkontakt. Das täuscht natürlich dann über das Bild ein bisschen hinweg. Ja, also wir haben das immer noch leicht, aber ich finde, es ist deutlich angenehmer, deutlich mehr zu kontrollieren. Und ich möchte das Fahrzeug jetzt auch nicht zu untersteuernd auslegen.
Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir hier am besten... Ihr seht ja schön, eigentlich sieht man es ja sogar, wie das Heck so leicht versetzt zur Vorderachse agiert. Ja, um den Effekt natürlich jetzt auch ein bisschen entgegenzuwirken, könnte man natürlich nicht nur am Feintuning, sondern auch tatsächlich am Setup selbst was tun. Wir könnten zum Beispiel die Vorderräder ein bisschen schmaler machen, um einfach nicht so viel mechanischen Grip auf der Vorderachse zu haben. Dann würde die Belastung automatisch mehr auf der Hinterachse liegen und dementsprechend würde die stabile Vorderachse das Heck nicht so zum Tanzen bringen, weil die Vorderachse nicht mehr selbst nicht mehr ganz so Stabilität mit sich bringt. Auch das wäre eine Möglichkeit, um das Tuning nochmal zu verfeinern. Denn es ist nicht immer von Vorteil, zu viel Grip auf der Vorderachse zu haben. Das Verhältnis ist mal ganz wichtig. Das ist genauso bei der Aerodynamik. Ja, man kann tatsächlich zu viel Aero an der Vorderachse haben. Das ist dann natürlich nicht gut. Müssen wir mal gucken, dass wir hier mal schleunigst nach vorne kommen. Sonst haben wir ein Problem. Wir müssen nämlich gewinnen. Aktuell bin ich gerade ein bisschen zu weit weg hier für einen Sieg. Und bei der Strecke weiß ich, dass hinten raus ein bisschen schwierig wird, hier Boden gut zu machen gegen die drei Vatare. Gehen jetzt hier volles Risiko. Sorry, nicht die feine englische Art. Aber für das fahre ich ja jetzt auch ein Japaner und kein Engländer. Und dann haben wir uns auch immerhin trotzdem schon mal vorbeigesetzt. Lass mich auch ganz kurz mal in die Telemetrie schauen, wie sich der Radsturz so verhält. Ich könnte nämlich überlegen, vielleicht vorne doch wieder etwas mehr Radsturz zu geben, aber... Ja... Ja, wobei... Das gucke ich mir gleich mal kurz an. Sogar ein 2005er NSX, den wir hier im Spiel haben, aber ja, da wurde von 2002 bis 2005 gebaut, also dem hat die Aussage vorher mit 2002er schon irgendwo gepasst. So, das muss ich jetzt gerade nochmal überprüfen. Beim Radsturz, wie er sich verhält. Ja, die Telemetrie im Übrigen, ich weise gleich schon mal darauf hin, weil die standardmäßig nicht freigegeben ist. Er müsste ja in den Einstellungen Anna durch Telemetrie ersetzen auf Einschalten. Dann könnt ihr einfach durch Steuerkreuz nach unten gedrückt halten, eben diese Live-Telemetriedaten ablesen. Ja, also es ist immer noch leicht eindrehend. Ich finde aber, es ist sehr einfach zu kontrollieren, muss ich wirklich so sagen. Nichtsdestotrotz würde ich ganz gerne trotzdem versuchen, hinten ein bisschen mehr Sturz zu fahren. Nicht zu viel. Und des Weiteren... Jetzt kann ich echt überlegen, sollen wir hinten doch wieder etwas runtergehen? Machen wir mal, probieren wir mal. Ansonsten könnte man wirklich versuchen, vorne wirklich ein Ticken weniger Reifenbreite zu fahren. Aber ich lasse es mal so. Ich glaube, das passt schon so. Und ich gebe jetzt, bevor wir das letzte Rennen fahren, einfach das Tuning auch schon mal frei. Dann könnt ihr, wenn ihr den Forza Ton die Woche noch machen wollt, das Fahrzeug eben auch noch auschecken. Ein paar Tage bleiben ja noch übrig, um den Forza Ton abzuschließen. Wie nennen wir das einfach mal? Hashtag, ich weiß nicht, ob man ein Hashtag machen darf. Forza Ton Tune nennen wir das einfach mal. Und dann ist es auch gut kontrollierbar, macht auch Spaß zu fahren. Wie gesagt, es muss ja auch nicht immer mega, hat es jetzt das gespeichert? Ne, ich bin auf zurückgegangen, ne? Oder? Ne, es hat es gespeichert. Ist es auch freigegeben? Moment. Freigegeben hat es nicht. Genau, das, da bin ich jetzt aus Versehen auf zurückgegangen. Ich schlau Mensch. So. Dann könnt ihr das nämlich auch mal auschecken.
Und jetzt machen wir noch unser letztes Rennen. Wir überprüfen nochmal, hat es 2 von 3? Genau, 2 von 3. Und dann gucken wir nochmal, hier haben wir noch ein Sprintrennen. Gerade sind wir gerade vorbeigefahren, dann machen wir das doch gerade hier. So. Und dann schauen wir nochmal, dass wir das Rennen auch gewinnen. Und dann gucken wir uns mal die letzte Aufgabe an im Forzaton. Ich glaube, ich weiß nicht, ob wir das noch in der ganzen Folge fertig machen, weil ich glaube, die letzte Aufgabe ist ein bisschen zeitintensiver, aber nicht schwer. Aber gucken wir einfach mal. Jetzt müssen wir erstmal dieses Rennen hier bei diesem schönen Herbsttag gewinnen. Aua, 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 aua. Das war nicht so die nette Art. So, jetzt hier Vollgas durch. Ich wurde auch sehr, sehr, sehr oft gefragt in letzter Zeit, ob das normal ist, dass die drei Vatare nur Stufe 1 haben. Ja, das ist normal derzeit. Also ich habe bis jetzt noch nicht gesehen, dass die drei Vatare ein höheres Level haben. Das muss euch aber auch nicht irritieren, weil das Level ist ja eigentlich nur das Einflusslevel. Im Prinzip könnten sie natürlich das abgleichen mit dem Originalspieler. Aber schlussendlich geht der Schwierigkeitsgrad ja nicht um dieses Einflusslevel, sondern der Schwierigkeitsgrad bestimmt ja eben im Schwierigkeitsmenü. Jetzt bin ich hier nicht so optimal reingefahren. Und das Rennen ist eigentlich auch schon fast wieder vorbei. Jetzt muss ich hier gut durch das Dörfchen kommen. Dass wir den GTR da vorne noch kassieren. Ja, und der GTR ist halt natürlich in dieser A800-Klasse ein sehr, sehr starkes Fahrzeug. Darf man nicht außer Acht lassen. Wir haben uns schon mal rangekämpft. Was schon wieder unterstreicht, wie gut das Fahrzeug halt einfach ist. So, jetzt die Kurve hier gut bekommen. Ah, jetzt kann ich nicht so richtig den Schwung mitnehmen. Und das könnte jetzt vielleicht schon der entscheidende Moment gewesen sein, das Rennen vielleicht nicht zu gewinnen. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns irgendwie vorbeisetzen. Oh, das wird ein harter Sprint bis zum Schluss. Komm, zieh durch. Gibt sich. Oh, er macht einen Fehler. Hui, er hat einen Fehler gemacht. Und dann zahlt sich ein gut abgestimmtes Fahrwerk am Ende aus. Da hat sich der GTR ein bisschen aufgeschaukelt und wir gewinnen auch das dritte Rennen. Sehr schön. Also, Tuning funktioniert, macht Spaß zu fahren, definitiv. Bisschen müsst ihr aufpassen, aber ich würde sagen, absolut einsteigerfreundliches Tuning, um diesen Forzaton zu absolvieren, falls ihr ihn schon eh nicht gemacht habt. Gut, so, dann haben wir jetzt, wie gesagt, die letzte Aufgabe noch. Aber jetzt müssen wir erstmal noch am Rad drehen. Ein Chevrolet Nova Supersport, den nehmen wir natürlich mit in unser Fuhrpark. Und da haben wir es geschafft. Und die letzte Aufgabe ist, kein Schnickschnack. Bar jeder Spielerei. Bar jeder Spielerei, ist es deutsch? Sollte der 92er Honda NSX-R so leicht wie möglich sein, nutze das zu deinem Vorteil und führe 10 Sprungfähigkeiten aus. Okay, das kriegen wir, glaube ich, hin. Da müssen wir jetzt allerdings ein bisschen Offroad fahren. Wo machen wir das am besten? Am besten hier irgendwo, oder? Probieren wir es einfach mal aus. 10 Sprungfähigkeiten, das heißt nicht rumspringen, also nicht eine Sprungschanze nutzen, sondern einfach nur rumspringen. Und wenn man da einfach durchs Gelände ballert, müsste das ja eigentlich kein Problem sein. Jetzt gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Dann so ein bisschen durch die verschiedenen Anhörungen. Okay, das war jetzt ein Sprung, den ich eigentlich nicht machen wollte. Aber wir können ja durch den Offroad-Park will ich jetzt eigentlich auch nicht fahren, weil ihr merkt, wir bleiben hier einfach drin stecken. Das ist ein bisschen zu viel Matsch hier. Ich will eigentlich schon durchs Gelände fahren.
So, da haben wir einen kleinen Sprung gehabt. Sprung. Mal ein bisschen durchs Gelände huschen. Also das heißt, das kriegen wir auf jeden Fall auch hin. Kangaroo ist auch ein guter Indiz, dass wir ein paar Sprünge hinbekommen. Und da haben wir es schon geschafft. Absolviert, 100 Punkte haben wir dazu bekommen. Normalerweise, oder? Ich habe gedacht, die Aufgabe ist ein bisschen heftiger. Ja, haben wir aber dazu bekommen, 200 Punkte in dem Fall, ja. Sehr, sehr schön. Also, mehr ist es gar nicht. Ihr seht, in einer halben Stunde kriegt man das locker, easy, gut hin. Und ihr müsst nicht mal tunen, ihr könnt aber direkt um mein Tuning, wenn ihr wollt, natürlich schnappen oder natürlich selber aufbauen. Soll ja euch natürlich auch motivieren, selber sowas aufzubauen und euch eben auch mal zu zeigen, es muss nicht immer voll in die Fresse sein. Wenn ihr allerdings, wie schon erwähnt, voll in die Fresse sehen wollt, auch mit dem Rocket Bunny, dann, ja, wie gesagt, verweise ich einfach auf das Autowunschformular in der Videobeschreibung. Twiff nennt sich das Ganze. Ich bin jetzt aber raus an dieser Stelle. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Man sieht, man hört sich in einer der nächsten Ausgabe von Forza Horizon 4 wieder. Wenn es dir gefallen hat, Däumchen nach oben wäre nice. Bis dann. Ciao.